Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Black Myth Wukong. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so der nicht dazu entscheiden sollte. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Ich hätte eigentlich noch mal vorher gucken müssen. Ach, ich weiß, einen Ort weiß ich, wo wir hin können. Danach muss ich aber gucken. Zumindest glaube ich, dass ich das weiß. Ich glaube, am Spiegelsee ist ein Meditationspunkt, den wir nicht haben. Da habe ich mich da extra so viel umgesehen, ne? Da vorne ist er. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ja, den hatten wir offensichtlich noch nicht. Okay, dann muss ich mal ganz kurz das Tagebuch öffnen. Uns fehlt ein einziger Meditationspunkt. Wir sollten das öffnen, dann kann ich mich jetzt raustappen und dann kann ich mal ganz kurz nach den Meditationsorten suchen. Gar kein Problem. Einer fehlt. Den habe ich, glaube ich, auch. Das ist dann der Fuß der Klippe, ja. Der Pfad. Es gibt auch eine Statue. Wäre schön, wenn die das Bild zeigen würden, wisst ihr? Ah, the track, okay. Das ist peinlich. Also wenn das jetzt wirklich stimmt, was ich hier gelesen habe, ist das peinlich, dass wir es nicht entdeckt haben. Also ich meine, das ist hier auch peinlich. Das war direkt neben dem Schrein. Genau genommen war das ja auch schon peinlich hier. Aber hier vorne war das Ding, ne? Soll das hier sein? Nee, warte mal. Ups, ich wollte nicht rasten, egal. Hier soll das sein. Anstatt über die Brücke zu gehen, soll man den schneeigen Pfad gehen und nach links halten. Hier ist einfach ein Meditationsspot. Wie haben wir den denn verpasst? Wie haben wir den verpasst? Peinlich. Okay.
Moment, ihr verpasst habt, ist hier noch irgendwas anderes? Wir haben sogar das Ding hier genommen. Wir haben dieses Ding genommen, aber wir haben den Meditationsbot nicht gesehen. Oh mein Gott. Wie peinlich. Oh mein Gott, das war peinlich. Na gut, jetzt sollten wir aber alle 5 haben, ne? Ja. Perfekt. Dann auf zum Endboss, denke ich mal. Zumindest denke ich mal, dass es der Endboss wird. Wo wir jetzt hingehen. Krass, dass es da nur einen einzigen Schrein gibt. Ich meine, vermutlich gibt es vor dem Boss nochmal einen. Ich weiß nicht, ob der Boss sofort da oben kommt, aber wir wissen auf jeden Fall, wo wir jetzt weitergehen. Ich meine, wir können jetzt hier alles ignorieren. Wir können einfach dran vorbeilatschen. Sofern es geht. Und wir nicht zu sehr auf die Fresse kriegen. Die Magier werden halt ein Problem, ne? Können wir daran vorbeilatschen, gar kein Problem. Die sind blind. Okay, die Riesen sind weiterhin weg. Das ist schon mal gut. Ja, laufen wir da mal hoch, ne? Der einzige Weg, der noch offen war. Ja, hier gibt es nochmal einen Ort zum Speichern. Hätte ich das noch vorher gewusst. Aber ist ja klar, dass, wenn da ein Boss ist. Ich kann auch dieses Zwischending jumpen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich sehe jetzt nichts. Ich meine, Musik sagt alles, oder? Die hier spielt. Na gut. Ich glaube, hier kommt der Endboss. Im dritten Kapitel.
Ages ago, Jinjanzo and I were peers. Ever questing with goodwill, he was. His nature made him question the supremacy of us beyond mortal woe and grief. He deemed all souls could be akin to us. Why then do we tower whilst others merely kneel and offer? He asked. I told him the others are less than us. His misstep cast him back into the endless cycle. Reborn, he drew three disciples. But what did they change? One ended up a corpse, others fugitives. He too took to the shadows. Pathetic. Those journeyers have misplaced their worship. Why bet on the Sutra when one oneself can be a Buddha? Trickster caught you too.
This wicked sack is much more vicious than before, nurturing such evilness. Yellow Brow must have woven Wukong's strength into it. That bastard! Join me! Let's fight our way out. Wie dumm das gerade war. Okay, was ist das für Trickerei hier, dass wir jetzt den spielen? Be a butcher.
such enlightenment. Surely would grant you good. Thousand heed my words. Countless more revere my name. They are all yours to have your fill of carnage. Hin. Dann gehen wir da mal weiter einfach. Ah, okay, hier geht's weiter. Das ist schon richtig hier. Diesen Kampf wiederholen zu müssen, wäre richtig übel. Komm da nicht raus. Ich wollte Monkeys rufen. Das geht einfach gar nicht. The Stanfords abutted the Kane form. Focusing on them proves you a fool.
You seek the land of bliss. There is only abyss. And your abyss is me. Hat jetzt mir verletzbar gewesen, ne? Oh mein Gott, das hab ich nicht erkannt. No one dies before a strike in the heart. What is best about my sins is how it utterly demeans all who enter. You have joined me, you minions. No one to turn to. I persist with this fast. Not again when I abide by the scriptures! Mount Ling Shan, I'm creating a new land of bliss! Gott. Ich hab fast kein Leben mehr. Oh nee. This animal, a button decaying form, focusing on them pulls you up. Müssen wir den ganzen Kampf neu machen? Der war jetzt eine halbe Stunde der Kampf, ne? Okay, nur von hier, okay. Immerhin. Wo ist der Dreckmonkey? The Destined One. Glorious day they bestowed on you! Ach so, I see. Ich darf ihn nicht einfrieren. Ich dachte, er verwandelt sich, wenn ich ihn einfriere. Even those on high must bow with him.
but a decaying form, focusing on them who's left to howl. Ich finde es halt krass, dass dieser Kampf einfach irgendwie 4 oder 5 Phasen hat. Ne? Das ist ein bisschen übertrieben für einen Boss. Das ist halt ermüdend, wenn man eine halbe Stunde einem Boss sitzt. Greif mich ja an. Goldener Buddha. Ich wollte den 4. Fokuspunkt aufladen. Schade.
deceive me through sight and form. Yes, aber jetzt macht er wieder das. Oh mein Gott. Wir hatten gerade den vierten Fokuspunkt. What is best about my seat, sir, is how it utterly... Jetzt ist er natürlich wieder weg. Natürlich wird er wieder golden. Bruder ist echt nervig. Man darf da wirklich nicht reinlaufen. Natürlich macht er noch einmal Gold vorher. Kannst du das bitte wieder zurückverwandeln? Nee. No one dies before a strike in the heart. No fool wilts before its root breaks apart. No one will die. I persist with this path. Oh ja, explodiere. Und in die Fresse! Mann, dieser Typ, ey. I saw how this would end for you long ago. Keep fighting for others, and in time, you shall fall by their hand. I, Yellowbro, fight solely for myself. Monk is back just once more.
This rogue stole my seed sack and fled here. With Wukong's relic, he made it a soul-snatching vessel. He also took my look and my name to trick his old foes into vengeance. You potbelly! I should have figured out it was you! Forgive my little deception. Stolen once, I buy it. Stolen twice, I doubt it. Your doubt is fair. I shouldn't have underestimated his nerve. I meant to subdue him myself, but you two were swifter. Fortune favors you, Bajie. But I see great potential in this young one. He might just be... the right monkey. Enough of this empty talk! I don't care if Yellowbrow drowns in the lake. We can't have Wukong's relic sink with him! For that, pray, lend me that rake of yours. Thank you.
Wie widerlich diese Gier ist, oder? Alter Schwede. Boah, was für widerliche. You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jinshanzu. You chose a means to an end, not to a proof. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. If not for winning, why debate over means and ends? Kapitel 3 abgeschlossen. Ich hoffe, wir können nochmal zurück zum Fuchs. Ich habe das jetzt hoffentlich nicht verkackt, die Quest. That stone monkey merely named himself a sage. Yet this altar boy dared to found his own faith and proclaim himself Buddha. Your faith is firm and will unwavering. You resisted his lures. All those who were high and mighty found their minds lost and their faith stained. But was it truly because of their devotion to Yellowbrow? As you braved ice and snow, did the stench of shattered ego reach your nose? Ah, wieder so eine schöne Wandmalerei. Neues Relikt erhalten, hochmütige Nase. Kosmosstrahlung. Dieses runde und strahlende Frucht bietet besondere Einsicht in das Zen. Kann zur Herstellung von Waffen genutzt werden. Feine Gold. Oh! Wir brauchen 4 insgesamt leider für unsere gesamte Rüstung. Bäume, Goldbaumkern, veredelter Eisen und Geistkern. Okay, gut, Mais. Und wieder so ein richtig cooles Wandbild. Da ist er. For half a verse of the ultimate truth, Snow Mountain Ascetic gave his life, so attained Buddhahood. Such is the sole way to rise above all and build a faith. If those with talents should proudly scorn the rules and do as they please, how then may all the realms enjoy peace and prosperity? The journey entailed an arduous road. The monk had his disciples, and the 18 Dharma guardians, the 12 zodiac deities, the 5 directional guides, and the 4 temporal overseers. Each boasts unique powers. Should your paths cross, strike up a connection. Xuanu of the North, the vanquisher of Yaoguais. The Jade Emperor once ordered him to purge the world of evil. The turtle and the snake were his generals back then. Alas, the snake general can no longer join the ranks, and Xuanu is no more. An edict for rats turned a son against his sire. Vowing to draw the line with Yaoguais, he left his home in fury, never to return. Now an old grudge lands him caged, and he recalls his home at last. But with loved ones lost, where can one find home again? Not a soul can fathom his mind. Okay. K.
Kann man denn irgendwie das zurückgehen? Nee, ne? Nö. Kapitel 4. Rosige Wangen, graues Haar. My friend, it's not gold that is gold. Gold my ass. My bones are cracking from lugging this load. Step it up. They gotta catch that feast on time. Hear me out. They say that hag has her quirky ways. Eat Caesar, should wear to mate, then devour him. Once our lady brought her a wedding gift, a mirror. The past echo. Wait. The past echo. The lady often speaks of it with regrets. I wonder why. Let me finish, will you? The hag got the mirror and looked into it, and for no reason at all, she threw it away. That soured our lady's mood. She stopped visiting since then. Gibbering and jabbering. Couldn't even catch a wink of sleep this whole time. What? Who's in there? How dare you spoil the gift from her? Who does? Why don't you come down and join us? Leaving so soon? Why the shyness? So, ich wünschte, dass hier jetzt einfach irgendwo sofort ein Speicherpunkt wäre, damit wir eben zum Fuchs teleportieren können. Aber ich glaube, das Glück werden wir nicht haben. Dann beende ich an dieser Stelle den Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Und euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann.